Herzlich willkommen zur nächsten Animal Crossing New Leaf Episode hier auf WePlay Games for You. Was ist das denn? Oh, eine Fundsache. Ich frage mich, ob die wohl jemand hier verloren hat. Es wäre bestimmt besser, wenn ich mich auf die Suche mache und sie ihrem Besitzer zurückbringe. Sowas hatten wir auch noch nicht. Das ist was ganz Neues. Gucken, ob es da irgendwas noch dazu gibt. Okay, nicht so richtig. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Fundgrube und leeren unsere Taschen. Die sind nämlich ziemlich voll. Mit allem möglichen Kram, Fossilien und weiß ich nicht alles. Vom letzten Mal noch. So. Oh, hallo, herzlich willkommen. Was kann ich für dich tun? Was verkaufen, bitte? Ah, du möchtest etwas verkaufen, aber gerne, was hast du denn mitgebracht? Haufenweise Sachen? Nee, das gibt kein Geld. Gute Frau. So, dann zeig mal. 20.000 wären in Ordnung. Boah, sogar 21.000. Das war eigentlich nur ein kleiner Witz, aber okay. Wir zählen, glaube ich, noch so 40.000, dann haben wir wieder genug für unseren Kredit. Der Günther. Heute ist wirklich eine tolle Auswahl im Angebot. Also für den ist es wohl schon mal nicht das Item. Ich gehe mal davon aus, dass der mich sofort darauf anspricht, wenn ich diese Fundsache dabei habe. Deswegen reden wir heute auf jeden Fall mal mit allen Leuten, die uns irgendwie begegnen und gucken, ob wir das irgendwie wieder loswerden. Und unterwegs, würde ich sagen, buddeln wir noch die nächsten Fossilien wieder aus, weil die spawnen ja nur einmal am Tag. Und dementsprechend wäre es ja Vergeudung, wenn wir sie da lassen oder im Boden lassen würden. So. Gucken wir mal, ob es neue Nachrichten gibt. Gibt's nichts. Okay. Was passiert, Freund? Vielleicht dir? Hey Suevo, wie geht's denn meinem Trainingspartner heute? Lass es krachen, Oink Oink. Was liegt an, Sportfreund? Hast du was verloren? Bestätigen. Nein, das gehört nicht mehr. Gib nicht auf, Sportfreund. Okay. Wenn du das sagst. Also, Oink gehört schon mal nicht. Vielleicht können wir die nur draußen anreden, weil den Bernd konnten wir ja... Ne, der Günther war es, glaube ich, ne? So, jetzt bist du denn. Du bist der Bernd, genau. So, reden wir nochmal mit dir. Vielleicht geht's dann erst. Also, Evo, was gibt's diesmal? Let's Play? Ja, es ist tatsächlich ein Let's Play. Du bist sehr schlau, mein Bernd. Hier hast du erstmal deine Fundsache wieder. Bitte sei... Bitte sei du der Trottel. Ne, du bist es leider nicht gewesen. Okay, dann müssen wir weitersuchen. Machen jetzt erstmal hier auf dem ersten Gebiet unsere Runde, bevor wir da über die Steinbrücken gehen. Wegen den Fossilien noch. Den fangen wir mal noch. Die geben meistens ein bisschen mehr Geld, wenn die da so noch speziell rumfliegen. Zack. Genau. So, Schippe wieder raus. Und weiter geht's. Da haben wir ja schon mal ein Loch gebuddelt gehabt. Da ist was. War ein bisschen zu hoch. Jetzt aber. Noch ein Fossil, sehr schön. Hat sich das Graben definitiv gelohnt. So. Die nächste Runde nach oben. Wollte ich gar nicht. So. Und wieder nach unten. Über die Brücke wollte ich ja auch noch nicht. So, hier, du bist das doch vielleicht gewesen, oder? So lange nicht gesehen, bist du etwa gewachsen, kann das sein? Vielleicht bin ich auch geschrumpft. Wahrscheinlich bist du geschrumpft. Ist das deins? Nun musst du da auswählen. Nein, ich denke nicht, dass ich das schon mal gesehen habe. Da oben ist die Katze, die Janine. Die hat eine Gießkanne. Ich will auch eine Gießkanne, hallo. Wo sind jetzt hin? Muss man hier die Funze ein bisschen anders platzieren. Okay, wie sich da versteckt hat, ey. 2 Wochen nach BubbleNet. Hast du was verloren? Guck mal.
Ah, die habe ich ja schon überall gesucht. Wusste schon gar nicht mehr, wo ich meinen ganzen Müll reintun soll. Aha. Danke, Sojo, bist ein Schatz. Das ist jetzt nicht viel, aber nimm doch diesen Adler-Totem-Wal als kleines Dankeschön an. Naja, ob ich den wirklich haben will, weiß ich gar nicht. Hast du Sekundenkleber? Ich klebe jetzt all meine Sachen an mir fest. Dann verliere ich auch nichts. Okay, wenn du es sagst. Ich frage bitte gar nicht weiter nach. Oh, doch gut, das war eben nur eine Falle. Von daher ist es egal. Sind wir wieder raus hier. Danke. So. Hätte ich mir sogar mehr geärgert, hätte ich es ausgebuddelt. So. Ja, mit dir brauche ich jetzt nicht mehr reden. Ich habe ja das Gegenstand-Ding losbekommen. Die volle Fundsache. Da haben wir jetzt noch ein Fossil. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir noch ein Saphir oder sowas. Ist immer ein Stein, den man kaputt machen kann. Der jeden Tag an einer besonderen Stelle spawnt, wo sonst nie einer ist. Deswegen, falls ihr euch wundert, dass ich die anderen Felsen nicht mehr kaputt gemacht habe. Man kann es, wenn man sich die Platzierten merkt, die Festplatzierten, dann kann man es relativ einfach herausfinden, welcher kaputt machbar ist. So als kleiner Tipp für euch vielleicht, wenn ihr es auch spielen solltet. So, nächstes Fossil. Nix los hier. Verrottete Blumen. Das waren wohl alle Fossilien. So, dann gehen wir mal die Fossilien noch untersuchen. Würde ich sagen. Weil wir gehen mal unseren Kredit abbezahlen, dass wir mal sehen, wie viel jetzt wirklich noch fehlt. Das ist doch vielleicht auch eine gute Idee. So. Kreditrückzahlung bitte. Machen wir mal 48.000. Denn dann fehlen uns noch genau 50.000 jetzt. Allerdings haben wir ja auch noch 6.000. Man weiß ja nicht, ob wir vielleicht irgendein cooles Ausrüstungsgegenstand oder ein Möbelstück finden. Deswegen behalten wir mal noch so ein kleines bisschen Geld übrig. So, jetzt gehen wir noch zum Eugen. Gucken, ob der irgendwas von unseren Fossilien gebrauchen kann. Hallo Eugen. Was geht ab? So, olle Eule. Fossilien analysieren, bitte. Die vier Stück, die wir gefunden haben, natürlich. So. Uhu, mehr als nur ein Fossil, wie ich sehe. Selbe, dasselbe Geblabla. Wir haben noch nicht alle diese, okay. Dann könntest du die auch haben, die wir noch nicht haben. So. Gucken wir mal. Etwas stiften, bitte. Ein einziges von den vier hat er noch nicht. Den Himmelsfall da hat er auch noch nicht. Den können wir dann auch gerade geben, diesen Schmetterling, den wir hatten. Natürlich nimmt sie die gerne an. Alles klar. Nur mehr will ich von dir nicht, Eugen. Dann würde ich sagen, speichern wir an der Stelle nochmal. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.